open ocean, east of the atoll. Ja, hallo Katze. Hast du die Tür gerade aufgemacht, hä? Ja. Worried that the family has gone smaller. Not sure if they were just spooked by that sound or if something else is going on. Staying hopeful. Ready to dive. Die Zelda kann nämlich Türen öffnen. I always feel like I'm swimming in place. Und das macht sie auch. Think the explorer drones will flag me as biodiverse? You're not what they're looking for. And that's what everyone says. Approaching the buoy. The buoy. Ich habe, glaube ich, noch nie gehört, wie man Boje im Englischen ausspricht. The buoy. Irgendwie lustig. Na, da hört aber unser Sonarhörgerät mal gar nicht gut. Oder ist das wieder ein Walhai? Walhaie singen wahrscheinlich nicht so viel. Hey, a newcomer. That song sounds familiar. Now to get there before the noise from Andre's miner friends scares them all away. You want to raise my blood pressure? Warte doch mal. Ich muss dich scannen. Jetzt halt dich doch mal kurz still, Mensch. Ah. Ein Tümmler. Orca. Top of the food chain, just like us. Minus the urge to destroy ourselves. Orcas sind so Arschlöcher. Wirklich, es sind faszinierende und großartige und prächtige Riesenarschlöcher. Ich habe das Gefühl, wenn eine Spezies zu intelligent wird, wird die einfach zu sadistischen Arschlöchern. Das ist was, das nicht nur den Mensch betrifft, sondern auch so viele andere Arten. Also unsere nächsten Verwandten, bei Menschenaffen ist das sowieso weit verbreitet. Aber eben auch hier bei Delfinen und Walen. Fleischfresser, das ist, glaube ich, noch wichtig. Ich glaube, nur wenn man Fleisch oder allesfresser ist, wird man zu einem sadistischen Arschloch. Pflanzenfresser haben da bessere Chancen. Elefanten zum Beispiel oder auch Gorillas sind ja auch sehr intelligent, haben sehr komplexe soziale Strukturen und alles, sind aber nicht ganz so Riesenarschlöcher wie ihre fleischfressenden Kollegen, Verwandten, so wie wir halt. Ich hoffe, dass wenn die Menschheit sich dann jetzt endlich mal selber ausgelöscht hat, lang kann es ja nicht mehr dauern, dass die nächste dominierende, intelligente Spezies, die nach uns kommt, eine rein pflanzenfressende Spezies wird, weil die hat, glaube ich, bessere Chancen, langfristig erfolgreich zu sein. Ich meine, es ist total faszinierend. Orca lernen halt zum Beispiel ihrem Nachwuchs, wie man Pinguine zum Beispiel oder Robben vor allem von Eisschorlen spült. Die entwickeln da Techniken, die können das schon ziemlich gut und lernen das dann ihrem Nachwuchs. Und dann werden halt quasi mit gezielten Flossenhieben, mit so Wasserschwellen, so Robben, die sich auf Schollen verstecken, von den Schollen gespült ins Wasser, werden dann aber nicht gleich gefressen, sondern wieder auf die Scholle gesetzt, damit die Jungtiere das üben können. Und so werden halt die armen Robben echt ganz schön über lange, stundenlange Übungssessions hinweg teilweise malträtiert. Und das ist wirklich nicht nett und nicht schön, aber gleichzeitig auch echt schon faszinierend. Aber echt schlimm. Gibt es fleischfressende Affen? Ich wüsste jetzt keine Affen, die sich rein fleischfressend ernähren. Aber Allesfresser zählen ja quasi. Also alles, was Fleischfressen beinhaltet, meine ich damit. Orca sind schon kleine Sadisten. Andre, ja, total. I didn't think there were any left here. What happened? Egg poaching and the nesting beaches got too warm. Eine Leathershell-Turtle. Sch.
Schildkröte für biologische... Ah, warte, da oben war's. Die Tiere sind schon alle schön gestaltet, ne? Das macht das Spiel schon gut. Cool. Wo wollten wir eigentlich hin? Zu denen da, oder? Nee, warte mal, da waren wir schon fertig. Was ist denn das da? Ohrenqualle. Ach so, die habe ich gar nicht gesehen gegen das Licht. Sind ganz schön große Quallen. Ja, ein Mondfisch. Sind die echt so groß? Ich wusste, dass die groß sind, aber so groß. Ach ja. Pizza. So manche Fische sind schon weird. Schön. Die Hammerhaie habe ich, glaube ich, schon gescannt. Zu denen gab es leider keinen Dialog. Bis jetzt interessiert sich das Spiel oder zumindest die Erzähler in dem Spiel witzigerweise überhaupt nicht für Fische. Zu keinem Fisch, den ich bis jetzt gescannt habe, wurde eine Geschichte erzählt. Nur zu Reptilien und Säugetieren. Ah, stimmt nicht, die Haie. Die Korallenhaie. Über die wurde auch geredet, tatsächlich. Stimmt. Okay, wo müssen wir denn noch hin? Ich glaube, wir haben noch irgendwo ein Symbol. Da lang. Genau. Ja, Delfine sind auch Riesenarschlöcher teilweise. Es gibt da wirklich Berichte drüber, dass gerade jugendliche Delfine andere Delfine jagen und hetzen und auch wirklich dann auch teilweise töten. Also Delfine von anderen Arten. Also quasi Rassismus. Okay. Ja. Group survey. New or a repeat? Und alles Mögliche, was es an menschlichen Abgründen gibt, scheint es bei sehr vielen anderen sehr intelligenten Tieren zu geben. Deswegen ist Zivilisation so geil. Mit Zivilisation kann man nämlich seine biologischen Abgründe so ein bisschen in Gewahrsam nehmen. Deswegen bin ich kein Freund von Leuten, die immer sagen, oh, zurück zur Natur und natürliche Lebensarten und so weiter. Weil Natur ist bestialisch und grausam und kacke. Wir brauchen eine bessere, eine sinnvollere, eine stärkere Kultur und ein besseres Verständnis unserer eigenen Natur und ein stabileres Sozialgefüge. Aber nicht zurück zur Natur. Das ist eine ganz schlechte Idee. Natur ist, das wird immer so idealisiert, aber es ist schrecklich, schrecklich. New whale. We'll designate this one M4 because why mess with a good thing? Gibt es eigentlich Land Squid Bird Rider Merch? Ja, gibt es. Ich habe einen Spreadshirt Shop. Ich glaube, den Link findet man noch unter meinen Videos, ne? Ich habe da ehrlich gesagt schon lange nichts mehr aktualisiert und wollte da schon länger mal neue Designs auch einführen. Aber es gibt den Shop noch und da gibt es zumindest das Standardlogo und ein paar Variationen vom Standardlogo, dass man sich dann auf T-Shirts oder Tassen oder alles Mögliche drucken lassen kann. Das macht alles Spreadshirt quasi im Grunde eigenständig. Ich habe da nur meine Logos hochgeladen. Deswegen bin ich da weder involviert noch up-to-date, was da verschiedene, weiß ich nicht, Preise oder sonstige Sachen angeht. Aber den gibt es auf jeden Fall noch, ja. Ich glaube, der Link müsste fast unter all meinen Videos sein. Und wenn nicht, dann wahrscheinlich bei der Kanalbeschreibung auf jeden Fall noch. So glad to hear you. Those noisy neighbors silenced enough of your friends. The sounds don't sound like the prior sounds. These are more social sounds. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch gute, positive Beispiele für intelligente Tiere.
Zum Beispiel Gorillas sind wesentlich weniger aggressiv und wesentlich weniger arschlochig wie zum Beispiel Schimpansen, weil sie halt einfach Pflanzenfresser sind und, was auch wichtig ist, keine natürlichen Feinde haben. Und auch bei den Walen zum Beispiel, so große Säuger, die sich quasi nur von Plankton ernähren. Ich meine, theoretisch, technisch gesehen auch alles Fresser, aber die keine Beutetiere in dem Sinn jagen, sind einfach und keine natürlichen Feinde haben, sind einfach viel angenehmere Zeitgenossen als alles oder Fleischfresser. Ich finde es lustig, wenn du sagst, der Link müsste unter all meinen Videos sein, wegen Link Carter. Ach, weil unser Carter Link heißt. Mein Gehirn schläft noch. Ist okay. Der Link ist unter all meinen Videos. Ich meine, während ich die Videos aufnehme, ist der Link sehr oft auch unter den Bildschirmen oder auf der PlayStation. Ich hoffe, es ist besser als mein letztes Geburtstag. My sister got me jeans that were mine for about a week before they wandered off, never to be seen again. A mystery, I tell you. Eigentlich bei fast allen meinen Let's Plays ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, könnt ihr im Hinterkopf behalten, wenn ihr was guckt auf dem Let's Play-Kanal, der Link oder der Ganon auf der PlayStation. Oder dahinter am Lüftungsschlitz, damit man den richtig schön verstopft, damit die PlayStation ordentlich heiß wird. Weil die wird natürlich schön warm. Das ist natürlich ein super Schlafplatz. Naja, bis jetzt ist sie nicht durchgebrannt, deswegen. Aber ich meine, Segler, auf der kann man super liegen. Ist eine schöne gerade Fläche. Und dann wird sie auch noch total warm. Was will man mehr? Schwertwale. Tümmler. Did you not charge any of these batteries before you put the sensor in? It's not a battery alarm, it's the drone. Uh-oh, drone alarm. Hammerhaie, ist da schon wieder ein Walhai? You're right. That is definitely not a dead battery. Unless we're using whale sharks as batteries now. Unbekannter Hai. Wir hatten schon einen Walhai. Das ist auch komisch, oder? Ich glaube, das Spiel hat vergessen, dass die uns in der Tutorial-Gebiet auch schon einen Walhai gespawnt haben. Naja. There's already a tag on it. Then scan the tag. Sure, like that was obvious. Ah, der Mondfisch irritiert meine Drohne hier gerade. Ich kann nicht mehr lenken, leider. I'm leaving another tag. Much better than a dead battery. Du kennst diesen Hai noch nicht, darf ich vorstellen, Hugo, der Walhai. Vielleicht ist das damit gemeint. Das war ein anderer Walhai. Aber gleichzeitig wurde er schon von uns getaggt. Also ganz so neu kann er irgendwie auch nicht sein. Naja, okay. Wie auch immer. Okay. Ich mache die ganze Stimmung kaputt. Aber wenn mir das Spiel erlaubt, so komische Animationen zu machen, dann mache ich die halt auch. Hey Andre, can you make your Manta drone do synchronized swimming? Guess we'll see. Ihr seid nicht die Tümmler, die wir suchen anscheinend. Ah doch, 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 die zählen auf jeden Fall auch. Wollen wir unsere Manta-Drohne. Let's log you in.
Ein neuer Delfin. Ja, nee, es ist einfach wieder so ein bisschen dieses Scan dieser ganzen Fische hier ist wieder so belanglos und genau das gefällt mir nicht und das machen so viele Tauchspiele. Und das hat, finde ich, Endless Ocean so gut gemacht, weil man sich quasi so hocharbeitet. Erstmal mit den kleinen Spezies anfangen und dann immer größer und beeindruckender werden. Und dann auch so kleine... Ne, das war dann teilweise natürlich ein bisschen absurd, weil man hat dann so alte Ruinen gefunden und irgendwelche Unterwasserrätsel gelöst, damit man dann Zugang zu den coolen neuen Haien kriegt, die man dann scannen darf. Aber das war cool. Das hat Spaß gemacht. Und hier schwimme ich halt von A nach B, von einem Marker zum anderen, scanne alles, was auf dem Weg ist. Und ab und zu wird mal irgendwie ein kleiner Dialog geredet. Das ist nicht, ich find's nicht so gut einfach. Nicht so gut, wie es sein könnte. Für meinen Geschmack zumindest. Hello, I just met your friends. Der hat doch die gleiche Musterung hinten wie alle anderen. Oder? Ich dachte, an dem haben wir den anderen gerade identifiziert. Are you sure no one's tracking them? Nothing has turned up. Pretty low weight. Arena, do you think this one could be sick? I'm honored you believe I could tell from this distance that my knowledge of disease extends to all species. Fair enough. Okay, dokey. Auf zum nächsten Missionspunkt. Ich habe mal eben unter verschiedenen Videos aus verschiedenen Zeiträumen geschaut. Ich habe keinen Link gefunden. Ah ja, dann habe ich kein... Weder den Kater noch den Shop. Dann habe ich das tatsächlich nicht unter den Videos verlinkt. Aber wenn du auf den Kanal gehst auf YouTube, dann dürfte da ziemlich sicher der Link sein. Ich schaue mal selber schnell. Ansonsten poste... Oder beziehungsweise kann ich den dann auch im Chat schnell posten. Bin mir ziemlich sicher, dass ich zumindest beim Kanal selbst den quasi verlinkt habe, den Spreadshop. Vielleicht sollte ich den auch mal unter den Videos setzen, oder? Ich selber habe mir 2 Videos aus dem Shop gekauft. Wie gesagt, das wird alles über Spreadshirt gemacht. Ich habe da auch keinen Einfluss oder kriege irgendwie Sonderpreise oder sowas. Ich habe die auch ganz normal gekauft. Und die T-Shirts haben zumindest wirklich echt eine gute Qualität und da kann man echt überhaupt nichts sagen. Das ist schon alles cool. Mein Kanal. Wie komme ich denn jetzt auf meine Kanalseite? Meine ganz normale Kanalseite, nicht mein Studio. Genau, hierher. Genau, da sind oben im Eck rechts mehrere Icons. Da ist Patreon, Twitch, PayPal und dahinter Spreadshirt, der Shop. Da gibt es verschiedene Designs. Oh ja, das 80er-Jahre-Logo gefällt mir echt gut. Die man sich da aussuchen kann. Da klickt man quasi erst auf das Logo, das man grundsätzlich gern hatte. Und dann auf den Gegenstand, den man gern hätte. Die haben den Shop schon wieder umgestellt. Das, was ich gerade gesagt habe, stimmt nicht. Aber grundsätzlich funktioniert er. Es gibt da meine Designs quasi für alle T-Shirts in allen Farben und ganz viele verschiedene Variationen. Kann man sich durchklicken. Wartet mal kurz. Ich gehe nochmal schnell auf die Startseite von meinem Shop hier quasi. Dann kann ich das auch hier mal teilen. So, der Link dürfte funktionieren. Sag mir mal, ob der Link geht oder ob der nur für mich geht. Nicht, dass das irgendwie der Shop-Betreiber-Link ist quasi. Aber ich glaube, das dürfte schon passen. Genau, danke. Cool. Ja, ich meine, ich finde den Landsquid Birdrider an sich auch einfach schon echt witzig und cool. Deswegen ist er ja das Logo geworden, das Maskottchen geworden. Ich war schon Landsquid Birdrider Fan, bevor es den Kanal gab.
Jetzt schwimmen wir aber weit raus. Jo, Carter, hallo. Ist schon gut. Ich beachte dich schon. Aber ich muss nebenbei die Wale hier beachten. Oder beziehungsweise den Mondfisch. Didn't you pick this dive location because you tracked the baby's pod out here? I said they were heading in this direction. So, schauen wir mal. Andre, the buoy is glitching. I don't know what range it's set, but I think I'm hearing all the animals in the Pacific. Yeah, too many sound signals for the software to keep up. I don't know what kind of party I'm crashing, but pretty sure I'm gonna love it. What is happening? Whoa, party! Humpbacks? Orcas? Very unusual, but everyone's gotta eat. Are you safe? I'll try not to be mistaken for a fish. Die kann ich gar nicht scannen hier. Ach so, ich soll quasi nur... Ich verstehe schon. Das Buffet ist uns egal. Wir scannen nur die Speisenden. Never like being left out of the action. They want leftovers. Good luck to them. They're up against bigger stomachs. Ich ändere meine Farbe mal zu rot, weil jetzt wird's gefährlich. Nein, es wird gar nicht gefährlich. Aber ich mache mal lila, damit es ein bisschen anders aussieht einfach. Ein bisschen optische neue Stimulanzen hier. Was ist das eigentlich für ein komisches Feature? Ach, wir beleuchten sogar die Umgebung damit. Verrückt. Wir müssen noch zwei Orcas scannen. Ah ja, haben wir schon. Einer war es noch. Na dann, guten Appetit. Wir schwimmen mal weiter. Here they are. You were right, Andre. I guess I didn't just swim across the Pacific for nothing. Pottwale. Kamerapeilsender einsetzen. Ja, haben wir den jetzt markiert oder wie? Oder was? Are there fewer than before in this pod? Or am I just getting faster at tagging? No, definitely fewer. But maybe the others are hunting. No, no, don't leave me. Well, the mother stayed with the baby this time. Okay, ready for playback? I've prepared a coda you can activate from your dive watch. Okay, first attempt to speak whale. Hopefully I won't offend her. Ja, versuchen wir in dem Spiel quasi Walsprache zu lernen. Echo clicks. I could feel it across my body, just checking me out. First contact. She zoom-scanned you. You have no idea what that felt like. She was looking right at me. Whew, you have no idea. Tja, wir müssen nachher noch schauen wegen HelloFresh. Ah, ja, neue Gerichte auswählen. Das ist schon cool. Wir benutzen jetzt seit längerem HelloFresh. Keine bezahlte Werbung. Aber es steht ja eh oben Dauerwerbesendung. Da kann ich eh drüber reden. Wir benutzen das privat, ohne dass es irgendwelche Absprachen gab oder sowas. Und ich finde die echt, ich finde es echt super. HelloFresh ist schon echt ganz cool. Im Grunde bestellt man sich da quasi von einer Auswahl von mehreren möglichen Gerichten eben Gerichte, Essensmahlzeiten und kriegt die Zutaten quasi nach Hause geliefert. Und kann es dann einfach mit Rezept und allem nachkochen. Und die ganzen Rezepte, die ganzen Gerichte, die man da kocht, sind echt einfach fast alle richtig, richtig geil. Einfach echt lecker. Echt super. Finde ich echt toll. Und man lernt sogar noch ein paar echt nützliche kleine Kniffe beim Kochen. Zu Zutaten, zubereitungstechnisch habe ich da jetzt in den letzten Wochen echt ein paar coole Sachen gelernt, die einem auch so helfen.
Und man hat einfach echt geile Rezepte, die man jederzeit nachkochen oder auch leicht verändern kann. Das ist wirklich cool. Ich finde es nicht billig, aber Leute, die das schon länger benutzen, behaupten, dass letztendlich mehr Geld übrig bleibt, als wenn man so einkauft. Das weiß ich nicht. Da bin ich skeptisch. Aber auf jeden Fall echt super. Und das finde ich gut, dass wir dann nachher die Gerichte auswählen. Da freue ich mich schon drauf. Geräusche bedeuten Walen alles. Sie verwenden sie wie Hände. Diese Tiere haben das größte Hirn der Welt und das mächtigste Schallorgan. Das mächtigste Schallorgan der Welt! Klingt auf jeden Fall gut. Aha, ich guck, jetzt haben wir im Spiel beobachtet, wie die bei so einem Fischschwarm jagen und jetzt lernen wir gleich drüber. In einem Doku-Abschnitt. Na dann. Der Water Squid! If people stayed on the shore, never got underwater, how would we ever know that fish like one another? When you see fish interact with other creatures, like the octopus and the grouper, who go fishing together, they communicate in ways that we don't know what they're saying, but they know what they're saying. They've been on the Earth for hundreds of millions of years. They've had a long time to figure out these close relationships. Sharks actually might prey on dolphins in a natural setting, but when they are presented with a bait ball, then they work together for this common goal to feed on the fish. We had very large bait balls spread over probably half the size of a football field. We had mobula, we had dolphins, the bait was shifting everywhere, animals were coming in, moving out, just moving so quickly. So we have some orcas around the bowl and also under. So everybody works together as a team, herding the fish. Males, female, everybody is doing this, and they will eventually share the stunned fish afterwards, which is pretty amazing to see. There is no competition. So everybody's working together and everybody is sharing the prey afterwards. It really takes a long time of being in there, watching the same species of fish to figure out these really interesting things that they're doing. So I think that there's probably a lot of really interesting behaviors out there that we haven't even discovered yet. Ja, ich schätze, für die Fische ist das nicht so ein Spaß, wie die das in der Doku hier darstellen, aber gut. Ach ja. Ja, aber das ist, ich finde, gerade am Anfang, was die gesagt haben, ist ein interessanter Aspekt. Das stimmt, weil für uns die Unterwasserwelt teilweise so bizarr wirkt, aber natürlich sehr viel Kommunikation zwischen den Arten stattfindet, die wir überhaupt nicht verstehen, weil wir ja auch ganz intuitiv mit vielen Spezies kommunizieren können, die uns relativ nahe sind. Das ist teilweise eine recht beschränkte Kommunikation, aber wir können zum Beispiel deutlich Drohgebärden von anderen landbewohnenden Lebewesen, die irgendwie mit uns im gleichen Lebensraum leben, lesen. Das fällt uns ganz intuitiv leicht. Das muss man nicht lernen. Wir wissen genau, wann eine Katze oder ein Hund oder ein Wolf oder ein Schaf auch von mir aus irgendwie Angst zeigt oder aggressiv ist. Und genauso funktioniert das natürlich auch mit verschiedenen Fischen und Meeresbewohnern, die sich den gleichen Lebensraum teilen, nur dass wir da nicht so gut reinlesen können, wie die sich untereinander verstehen. Das ist ein interessanter Aspekt, finde ich. Gute Nacht, Abraxe, mach's gut. Ciao. So, weiter geht's. Denke ich mal. Mir wird gerade nichts angezeigt, aber ich muss mich, glaube ich, immer in den Stuhl setzen. Nach so einem Tauchgang. Bad news. The drone we had tracking that intrusive noise, it's gone. Lost contact hours ago. I'll keep monitoring the hydrophones for that noise, but as of now, unless the drone resurfaces, that's all we've got. Da oben im Eck sehe ich gerade, das ist komisch, das ist der Oceanx oder sowas, Oceanx AR Helm, also Artificial Reality Helm. Aber das, was wir hier sehen, ist sowas von keine Artificial Reality, das ist ein Bildschirm. Ich weiß nicht genau, ob der uns auf irgendein Display direkt vorm Visier projiziert werden soll oder was genau damit gemeint ist. Aber das ist komisch, dass die das AR-Helm nennen. Weil, was ist denn das? Das ist einfach ein Bildschirm.
Na gut.